No gunshots, but they getting low, 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 getting low. Wie macht der Flamingo? Hallo und herzlich willkommen, Leute. Zum zweiten Teil der Serie. Eigentlich wollte ich euch heute hier ganz oben links in den East Coast States. Jetzt lädt es nicht. Jetzt passt es nicht zu meinem Satz dazu. Eigentlich wollte ich euch heute die Niagara-Fälle zeigen. Aber es schaut ziemlich scheiße aus. Das Einzige, was man hier machen kann, ist hier kurz mal hüpfen. Auf dem Freien. Und das war's. Das heißt, ich kann mich hier hin teleportieren, einmal runterhüpfen ins Wasser und das war's dann wirklich. Es ist ziemlich beschissen. Ich komme noch nicht mehr hier hoch. Lass mich hochfahren, du Affe. Es ist ziemlich... Ich habe mir das Ganze eindrucksvoller vorgestellt. Ich glaube auch, dass sie ihn echt eindrucksvoller aussehen. Ich habe die mal auf so einer Postkarte oder so gesehen. Hier. Zack. Kannst du einen versenken. Das war's auch schon. Ziemlich langweilig. Ich zeige euch stattdessen jetzt hier in der zweiten Folge, was ziemlich cool ist. Und zwar die Salt Flats. Bonneville Salt Flats. Located in oberhalb von Las Vegas, nördlich von Las Vegas, in den Mountain States. Die Salt Flats sind ziemlich geil. Die sind wirklich geil. Passt auf. Und zwar... Also generell kann man sich hier irgendwo hin teleportieren und erstmal schauen, um was es hier geht. Und dann erzähle ich auch noch ein paar kleine Geschichtchen dazu, weil in der realen Welt haben die wirklich eine große Rolle gespielt. So, generell die Salt Flats sind ziemlich cool, um einfach mal zu testen, wie schnell das Auto geht. Noch besser als ein Flugfeld oder sowas. Wenn ihr jetzt mal schauen wollt, wie schnell mein Agera geht, einfach mal ausprobieren, das Dingens. Könnt ihr unglaublich lange einfach nur geradeaus fahren. Ihr müsst euch nicht um die Steuerung kümmern oder sowas. Vielleicht fahre ich jetzt genau in die falsche Richtung und fahre irgendwo gegen. In der Mitte führt eine Straße durch. Da kann man auch noch ein bisschen so... Genau, ich hab's geahnt. In der Mitte führt eine Straße durch. Da kann man auch noch ein bisschen so auf Speed gehen. Hier die gerade hoch. Ziemlich tolle Speedstrecke. Allerdings geht's da ein bisschen bergauf, bergab. Jedenfalls, was ihr hier machen könnt, wie schon gesagt, Geschwindigkeit testen. Dann was ziemlich tolles, ein bisschen driften. Eine ziemlich gute Kohle rausholen für einen Drift. Folgende Vorgehensweise: erstmal ein bisschen beschleunigen und dann einfach hier ein bisschen driften auf dem Freien. Zwischendurch wieder ein bisschen Gas geben und dann weiter driften. 1,6, 1,7, der Multiplikator steigt schön. 2,0, funktioniert. Jetzt wird es boring, das ist der große Nachteil. Und dann nimmt er den nicht mehr, weil der Drift besser sein muss, der momentane, als der vorherige. Naja, jedenfalls, schnell mal ein Tausender verdient. Was ansonsten hier noch ist, ist ein Skill. Wieso zeige ich mir den jetzt nicht an? Genau. Das ist, glaube ich, ein Speed-Skill. Ja. Speed-Skill 83. Wenn wir uns hier hin teleportieren, werdet ihr auch direkt den Inhalt der Salt Flats sehen. Und zwar, hier testen sie irgendwas. Und hier seht ihr auch schon direkt was. Und zwar so Hypersonic Speed-Autos. Das heißt, hier haben sie die ganzen Versuche gemacht mit Thrust SSC, wenn euch das was sagt. Diese Überschallfahrzeuge, die mit Raketenmotoren betrieben werden und dann wirklich auch die Schallmauer durchbrechen. Da haben sie irgendwann mal so 1229 km/h erreicht. Also wirklich ziemlich cool. Und hier stehen die Dinger. Ich hoffe, das funktioniert noch. Aber ich glaube, wenn ich jetzt hier gegenfahre... Ja, da geht die Alarmanlage los. Ziemlich geil, ziemlich geil integriert. Jedenfalls, hier gibt es sonst nicht unbedingt viel mehr zu sehen. Hier sind die ganzen Teststrecken. American Petrol testet hier, also die Gasfirmen und so weiter. Ziemlich lässig gemacht. Cool, dass sie das so implementiert haben ins Spiel. Hier habt ihr auch nochmal so zwei so Fahrzeuge. Ohne Alarmanlage. Und ja, hier werden dann die ganzen Rekorde aufgezeichnet. Und das wird auch wirklich in der realen Welt wird das auch gemacht. Das heißt, das ist wirklich irgendwas, was sie wirklich aus der realen Welt hier implementiert haben, was sie sich nicht unbedingt ausgedacht haben. Ziemlich lässig, dass das im Spiel ist. Und hier natürlich noch eine Speed Challenge. Die könnt ihr ziemlich bequem und einfach mit jedem Auto machen. Außer es ist ein Hammer H1 Alpha, dann funktioniert es nicht. Habe ich gestern ausprobiert. Vertraut mir, es geht wirklich nicht. Und dann könnt ihr auch wirklich ein bisschen weiterfahren und dann sehen, wie schnell geht eigentlich die Karre. Wenn er jetzt nicht unbedingt die Speed Challenge macht. Also relativ cool das Ganze. Und ziemlich toll, dass sie wirklich so Sachen aus der realen Welt implementiert haben. Weil hier wirkt ja dann wirklich auch echte Überschallgeschwindigkeitsfahrzeuge getestet. Ziemlich geil gemacht. Gut Leute, das war's ansonsten für heute. Ihr seht, man kriegt hier wunderschön schnell die Medaillen. Das war's ansonsten für heute. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Salt Flats sind auf jeden Fall ziemlich geil zum Besuchen. Die Niagara-Fälle, die Viagra-Fälle könnt ihr komplett vergessen. Ist für den Arsch. Aber hey, wenigstens haben wir die Salt Flats. Bonneville Salt Flats. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir bitte ein Like, schreibt mir Fragen in die Kommentare, lasst mir ein Abo da, wenn ihr mehr Videos von The Crew sehen wollt. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, macht's gut und bis bald. Ciao!